Was kann ich denn machen? Den Wolf upgraden. Und die Klauen natürlich auch. Ach Gott. Ich kann das so sammeln. Hat jemand von euch schon Werkbankstufe 6? Nur mal so, aus Interesse? Nee. Okay, und Schmied ist auch Stufe 7, ne? Schmiede Stufe 4 habe ich gerade und Werkbank 5. Ich glaube, mir fehlt noch irgendwas für die Schmiede 5. Die Schmiede habe ich Stufe 7. Muss mal gucken, was ich überhaupt noch dran gebaut habe hier. Da gibt es so kleine Ambosser, dann gibt es einen großen Amboss, dann gibt es so einen Blasebalg, es gibt eine Kühlvorrichtung, es gibt die Schleifscheibe und dann gibt es noch dieses Werkzeug, dieses Schmiedewerkzeuggestell. Ich habe ja umgebaut gehabt, da habe ich erst einen Teil abgerissen gehabt. Und wieder willst du. Für jede Stufe 5. Ich krone dich keinen Holz ab, ey. Den Fleischreißer Stufe 4. Dann macht er 72 Schlitzen. Das ist deutlich weniger als die Kristallkampfaxt. Aber dafür sollte es deutlich auch schneller sein, oder? Und ganz schön Geschwindigkeitsboost. Ist das ein Boost? Ist sogar ein Boost, ja. Durch die Fenrisrüstung. Guck mal hier. Man sieht nicht viel, weil Nebel ist. Guck mal hier. Mal irgendwo hingehen. Wo man auch kämpfen kann. Schlafen gehen oder seid ihr unterwegs? Wir können schlafen gehen. Unterwegs. Unterwegs, sagt man. Er hat hier wieder irgendwas mein Zeug zerstört. Weich. Nee, irgendwie bei mir kommt gar nichts angelaufen, das muss ich sagen. Finde ich ganz cool. Und wieder irgendwelche kleinen Viecher. Gegen Skelette funktioniert. da ist ein Werwolf. Oh, jetzt mit dem Set gegen einen Werwolf direkt. Weiß nicht. Treffe ihn nicht. Er hat mich trotzdem bemerkt. Ist schon kackendreist, oder? Dass er mich trotzdem bemerkt hat. Bin ich mal gespannt. Kann ich den blocken? Ich blocken bloß ein bisschen aufhalten. Okay, ich habe den Feenring.
mit seinen eigenen Klauen quasi zerfetzt. Ich glaube, es ist Gift dabei, kann das sein? Auf den Klauen Gift? Sieht so aus, als würde da grünes Zeug rumspritzen. Das könnte aber auch bloß einfach aus diesen Bäumen rauskommen. Sind jetzt die Drops von den Werwölfern? Also, die Geschwindigkeit gefällt mir. Die Defense wird wahrscheinlich totaler Mist sein. Was habt denn ihr für den Defense-Order? 76. Mit dem Ding habe ich 52. Ein ganz schöner Unterschied, ne? 32. 32? Ja, ich habe Bauerset rum. Bauernset, genau. Achso. Die denn jetzt schon wieder alle her? Gehen wir mal die Fuel-Dinge angucken. Es gibt ja Feuerresistenz, ne? Kannst du vielleicht die Fueling-Schamane schön zerfetzen? Lol, also diese Klauen, die zählen ja als unbewaffnet, ne? Und der starke Angriff beim unbewaffnet ist einfach nur ein Tritt. Das ist Sparta! Totgetreten. Du bist mit dem Set schneller als die Hirsche. Kannst einfach eine Hirsch hinterher rennen und den zerfetzen. Das ist schon praktisch. Also. Und hier und da denke ich mal ganz lustig, also als kleine Abwechslung. Vor allem, wenn man in einem Gebiet rumrennt, wo es eben halt mal gerade noch nicht so brutal ist, um irgendwas abzubauen oder so. Gerade bei mir, wenn die ja immer Sachen spawnen, so wie niedriger meine Verteidigung ist, desto schwächer ist das Zeug, was die spawnen. Und Geschwindigkeit zum Wegrennen kann nie schaden, ne? Das Gelb. Gelb ist gut. Gelb bedeutet nichts Gutes. Mann. Blitzen. Kann man damit auch Bäume fällen? Gar nicht gut. Und mit dem Fußtritt? Ist auch keine Bäume fällen. Das wäre lustig. Ein Brunnen? Ja, das ist ein Klo. Was ist das?
Klo oder was? Blumsklo. Ist das schon wieder komplett rot? Was soll denn das? So ein Quatsch. Frage. Wenn ich dann zutrete, wird dann auf einmal der Schaden zu Schlagschaden statt Schlitzschaden? Oder ist es dann immer noch als Schlitzschaden, weil ich diese Schlitzwaffen ausgerüstet habe? Wie fix man damit unterwegs ist. Im Vergleich zu meiner Zweihandwumme ist das ein völlig anderes Gefühl. Mit dieser Zweihand-Axt ist man ja sogar noch langsamer als mit Schild und Waffe. Beziehungsweise man ist so langsam wie mit Turmschild und Waffe. Ach, das ist schade, dass man das Equipment nicht wirklich im High-End-Bereich dann oder Late-Game-Bereich dann benutzen kann, denke ich mal. Einfach zu wenig Defense, ne? Und wenn die Werkbank nicht höher geht, kannst du es auch nicht höher upgraden. Und der Blue Knight sagt, die Werkbank geht nicht über Stufe 5. Aber ich glaube, allgemein Rüstung geht nicht über Stufe 4, oder? Egal welche Rüstung, ich habe noch keine auf Stufe 5 gesehen. Diese Sachen suchen mache ich dann irgendwann ein andermal, wenn ich mal Aufnahme anhab. Morgen vielleicht. Nach dem Drachen oder so. Oder vor dem Drachen. Wenn ich vielleicht ein bisschen vor euch anfange. Lol, das sieht ja lustig aus. Das ist quasi eine Mine. Aber die ist zugeschüttet mit Kupfer. Ein Dungeon, ne? Zugeschüttet mit Kupfer. Wenn man das aufhebt, kann man dann in den Dungeon rein oder ist da kein Dungeon drunter? Wisst ihr auch nicht, oder? Das weiß ich nicht. Ich hab's noch nie gehabt. Probier's. Naja, ich will jetzt keinen Kupfer abbauen. Ich wollte jetzt ein paar Fuelinge killen gehen. Ist zu, glaube ich. Doch, du kannst rein. Du kannst rein. Das war es ja. Ist das ein übelster Zufall oder gibt es sowas manchmal gewollt? Ist der Dungeon-Eingang einfach zu gewesen? Witzig.
30 Meter. Das sind doch keine 30 Meter, oder? 12. Die werden 2 Meter hoch, ne? Warum geht das nicht so hoch zu bauen? Mehr Stützbalken. Nee. Oh, Loks. Ein Loks. Das schaffe ich mit Schildern, glaube ich, noch gar nicht so richtig zu blocken. Will ich denn mit Klauen probieren? Ups. Boah, warum mache ich den auf einmal so viel Schaden? Komm, komm, lass doch mal einen Berserker spielen, du dummes Ding. Der macht ganz schön Schaden, du. Ein Berserker? Was? Nee, der... Ach so. Nee. Wieder keine... Ach, du dummes Vieh. Drop doch einfach mal die Dinger. Oh, zum Pfeil und Bogen hier kämpfen ist der die Rüstung eigentlich nicht schlecht, weil du ja schneller bist. Kannst wegrennen. Easy, weißt du? Loks, das war sein letztes Wort. Dann trugen ihn die Englein fort. Nicht? Wenn das passt. Dann noch ein Loks? Kein Bock drauf, ey. Wespen. Bin ich mal gespannt, ob ich die Wespen damit gut wegbekomme. Ja. Einfach im richtigen Zeitpunkt zuschlagen, ne? Noch ein bisschen Schwarzmetall und dann bin ich für heute eigentlich zufrieden. Und morgen finden wir hoffentlich heraus, wie man das Zeug einschmelzt. Meine erste Toleskito-Trophäe. Was ist denn jetzt? Wo sind die Drops gelandet? Na ja, herrlich. Seht ihr irgendwo was glitzern? Mir noch mal einen.
sogar ein Einstammer. Geil. Was? 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 Ein Einstammer Berserker. Gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr davon. Der droppt nicht immer die Dinger. Boah, das ist doch sinnlos. Hast du ein, farmst du Fueling Berserker oder was? Nee, Krautzwerge. Brauchst so, uralte Samen. Du brauchst du den uralte Samen? Zum Bauen. Zum Bauen? Das ist irgend so ein Odins-Ding, oder? Mhm. Nichts Normales, ne? Jetzt hab ich 6. So viele von denen rumliegen, jetzt einfach was gesagt. Ein bisschen ungünstig. Ich renne von einem Fueling-Berserker weg und muss gleichzeitig irgendwie so ein tolles Kito-Angriff teilen. Ja, jetzt. Ein Troll. Ein Steiner. Und sogar ein 2-Sterne-Troll. Die sind scheiße. Nur scheiße, wenn man keine Ausdauer hat. Ja. Aber das macht mir gerade richtig Spaß, weißt du? Ist richtig schnell. Kannst du übelst gut kiten. Hab gerade so einen Fueling-Berserker gekillt. Klar, der ist schneller mit Laufen als ich mit Schwimmen. Na klar, jeder ist schneller beim Laufen als beim Schwimmen. Nee, der ist durchs Wasser gelaufen und ist schneller gewesen als ich. Ja, das macht ja auch Sinn. Wenn der schön groß ist und nicht schwimmen muss. Was ist er denn? Ach, der zieht sich zurück, oder? Scheiße, die waren da. Aus was für einer Entfernung sieht der mich denn? Mit so richtigen Aussichtsturm, ne? Dann rufen die noch andere Leute ran und so. Das ist ja krass, ey. Und Loxe im Rücken. Oh Gott. Nicht so gut. Wo sind die Fuelings jetzt hin? Schwimmt da einer? Ja, kommt einer. Die Loks habe ich keinen Bock.
Die machen Geräusche wie Minions. Krieg ich direkt Bock, wieder die Minions zu gucken, ne? Keinen. Da jetzt. Ach komm. Wirklich? Ich bin gewonshottet. Man kriegt echt so ein bisschen so einen Schleichbonus, oder? So einen Crit-Bonus, wenn man die aus dem Hinterhalt irgendwie anschießt. Kann man das irgendwo nachlesen, wie hoch der ist? Guck mal, die Abgestelle haben die hier stehen. Ja, den Außenposten zerlegt. Ich glaube, die Drauger hier haben auch so ein bisschen geholfen. Die hatten ein paar Drauger am Nacken. Dann haben sie ein bisschen gegen die gekämpft. Guck mal, hier liegen Drops von denen. Die Drauger haben die Fuelings gekillt. Ehrlich. Ich kann hier alles mitnehmen. Hier liegt Schwarzmetall, wo man sie nicht mitnehmen kann. Das ist gemein. Ich komme noch mal wieder. Ja. Das hole ich mir gleich noch mal ab. Ah, Loxe. Bleib doch stehen. Dieses Bewegungstempo plus 3%, ist das pro Teil oder ist das insgesamt? Pro Teil, oder? Also 9% Bewegungstempo Boost. Nice. Ich glaube, da steige ich jetzt wirklich auf die Nadelpfeile um. Das wird gefährlich. Okay, okay, okay. Oh Gott, wo kam denn der her? Fuck! Da kam einfach eine. Da kam ein Moskito von irgendwo an und ich. Das war gemein, weißt du? Ich habe auch schon gewusst, dass es jetzt echt verdammt schwer wird mit halber HP gegen zwei Fuelings und einer noch mit einer Fackel. Und dann kam von hinten einfach nochmal so ein Moskito an, hat mich in die Fackel reingeschubst und dann hat... Ja, dann war's. Das war jetzt mies. Wow. Okay, aber ich bin auch schon lange nicht mehr gestorben heute. Lange nicht mehr gestorben.
Ja. Macht ihr heute eigentlich noch lange? Was sagt die Uhrzeit? 22:32. Ja. Gucken wir erstmal eine Stunde oder sowas. Also ich wollte jetzt noch ein bisschen hier bei hier die Fuelinge ärgern. Noch ein bisschen das Metall dort abholen. Und dann mache ich wahrscheinlich aber auch schon langsam aus. Ich kann den Server aber noch ein Weilchen laufen lassen. Das ist nicht das Problem. Mhm.